Wenn man mit dem RHB-Zug unterwegs ist bei Kato, dann sitzt man in Zukunft nicht auf dem Trockenen. Es gibt Verpflegungsmöglichkeiten. Beim Kato in Spurin haben wir den Speiswagen im Sortiment, den Gourmino, auch bekannt als Alpine Classic Pullman Express. Das ist der blaue Speiswagen. Es hat eine sehr schöne Detaillierung, wie man sieht. Es ist innenbeleuchtet, die Tischli sind beleuchtet. Innenbeleuchtung inklusive Sitzbank, alles ist komplett bei dem Gourmino. Dann haben wir eine neue Variante von der G44. Das ist G442, die wir haben, dieses Jahr auch im April zur Auslieferung, ist mit Glass Express bedruckt. Die Frage ist immer die gleiche, die kommt jedes Jahr. Was sind die Ideen? Wo geht es weiter mit der RHB bei Kato? Zurzeit haben wir das Neue mit dem Speiswagen. Sicher haben wir in den letzten Jahren sehr viele Bedruckungsvarianten gemacht. Der Trend ist aber so, dass wir das nächste Jahr sicher etwas Neues werden bringen. Das ist vielleicht das, was man dieses Jahr ein bisschen vermisst. Oder? Es ist nicht so die grosse Bombe, es ist wirklich ein Stillstand. Stillstand kann man nicht gerade sagen. Es ist der Speiswagen, den wir speziell gemacht haben. Aber lassen wir uns überraschen, was das nächste und übernächste Jahr kommen wird.